Hallo und herzlich willkommen bei Zero to One, heute mit folgenden Themen. In diesem Video werdet ihr die Vorschleife nun praktisch anwenden. Heute geht es um ein weiteres sehr wichtiges Thema in der Programmierung. Heute geht es um die Vorschleife. Die Vorschleife ist eine andere Form der Schleife, erfüllt grundsätzlich den gleichen Zweck wie eine While-Schleife. Der Grund, warum es trotzdem noch eine weitere Schleife gibt, vor allem der große Unterschied ist eigentlich nur die Syntax, die Semantik dahinter ist gleich, denn die Vorschleife ist einfach ein gutes Stück übersichtlicher. Das erscheint zunächst nicht so, aber es hat trotzdem sehr viele Vorteile und deswegen werden wir das jetzt auch einfach mal kurz besprechen. Erstmal zur Syntax der Vorschleife. Die Vorschleife beginnt mit for. Und im Anschluss kommen in diese runden Klammern, bei denen in der While-Schleife noch die Bedingung stand, drei Dinge rein. Zum einen kann man innerhalb dieser Schleife eine Variable deklarieren. Das ist der erste Teil, der steht immer ganz links. Diese Teile werden abgeschlossen, ganz normal, wie eine Anweisung eben abgeschlossen wird mit dem Semikolon. Der nächste Teil ist die Bedingung. Die Bedingung ist genauso wie auch in der While-Schleife. Die kann zum Beispiel sein, Zähler kleiner 5. Wieder abschließen. Und der dritte Teil ist die Inkrementierung, also das Hochzählen oder Runterzählen. Auf alle Fälle irgendeine Anweisung, die immer nach dieser Schleife gemacht wird. Also nach einem Schleifendurchlauf wird diese Anweisung gemacht. Zum Beispiel Zähler ist Zähler plus 1. Oder die Kurzform davon, Zähler plus plus. Das heißt, der Zähler wird immer um 1 hochgezählt. Des Weiteren haben wir hier wieder, ganz typisch, wie auch schon bei der While-Schleife, unsere Klammern. Das heißt, alles innerhalb dieser Klammern wird ausgeführt. Und zwar innerhalb dieser Schleife, so oft wie eben die Schleife durchläuft. Jetzt machen wir einfach mal eine Konsolenausgabe hier rein. Die sagt Hallo. Hallo Zero. Ich führe das Ganze jetzt mal aus und dann sehen wir, okay, jetzt wird hier 5-mal untereinander Hallo Zero ausgegeben. Schauen wir uns die Schleife nochmal genau an. Wir haben hier einen Zähler, der ist am Anfang 0. Dann prüfen wir, ob dieser Zähler kleiner als 5 ist. Also hier steht ja 0, ist 0 kleiner als 5, ist der Fall. Das heißt, die Bedingung ist wahr. Das heißt, von diesem Zeitpunkt an springen wir jetzt erstmal hier in diesen Anweisungsblock hinein. Dann machen wir die Konsolenausgabe. Und nachdem wir diese Konsolenausgabe gemacht haben und hier dieses Ende der Vorschleife erreichen, ab diesem Zeitpunkt her springen wir in diese Anweisung hier hinein, dass wir die Zähler hochzählen. Das heißt, der wird erst nach diesem Block, wird erst der Zähler hochgezählt. Das ist am Anfang vielleicht etwas komisch, weil es steht ja weiter oben, dann muss ja eigentlich auch eher gemacht werden, ist allerdings nicht der Fall. Von der Reihenfolge ist hier Zähler das erste, also Initialisierung und Definierung vom Zähler. Dann die Überprüfung, ob wir denn in diese Schleife hinein dürfen und als drittes eben dann, wenn wir das Ende erreicht haben, das Hochzählen des Zählers. Dann geht es wieder hierher, Zähler kleiner 5 immer noch und dann geht es wieder hier rein. Das heißt, dieser anfängliche Teil wird einmal durchgeführt und das wird dann jedes Mal bei jedem Durchlauf durchgeführt. Das heißt, die Überprüfung, ob die Bedingung wahr ist und eben nach der Schleife immer das Hochzählen.
Natürlich kann man auch Folgendes machen. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir lassen den vorderen Teil weg und können sagen, okay, int Zähler gleich 0. Wir können das davor definieren. Funktioniert auch. Allerdings hat man dann das Problem, dass diese Variable Zähler auch hier unten zum Beispiel noch definiert ist. Aber wir hier unten diese Variable eigentlich gar nicht mehr benötigen. Das heißt, es geht mehr um die Speicherbereiche. In der Regel wird so ein Zähler eben auch nur innerhalb dieser Variable benötigt und somit hat man eben nicht das Problem, dass unnötig Speicher belegt wird und ist deswegen auch sehr sinnvoll. Natürlich können wir auch endlos Schleifen machen, indem wir einfach sagen, sowas hier vor. Das heißt, es ist einfach eine Endlosschleife. Wenn wir die ausführen, Hallo Zero wird immer ausgegeben. Das zum Thema Vorschleifen ist grundsätzlich recht einfach. Man muss sich auf alle Fälle mal eben Gedanken machen, was wird am Anfang ausgeführt, was als zweites, was als drittes, was als viertes. Das ist anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, macht es aber später in der Programmierung sehr viel leichter. Vor allem hat man eben auch nicht das Problem mit den Variablen, die man alle außen definieren muss. Das wird sich jetzt dann auch im nächsten Beispiel zeigen, wenn es eine Übung zum Thema Vorschleifen gibt, verschachtelte Vorschleifen auch und auch Methoden. Der nächste Meilenstein zum Java-Programmierer ist erreicht. Ihr kennt jetzt neben der Y-Schleife auch die Vorschleife und damit ihr das Ganze noch praktisch etwas besser anwenden könnt, wird sich das nächste Video mit einer Übungsaufgabe dazu beschäftigen. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da, ein Abo, damit ihr keine Videos mehr verpasst und wir wünschen euch weiterhin viel Spaß beim Java-Lernen und bis zum nächsten Mal.